Hat es jemanden böse erwischt? Miss Finster hat das letzte Mal eine Pause gestrichen, als Billys Doll an ihre Stützstrümpfe Knoten gemacht hat. Sie humpelte 3 Tage lang. Und Achtung! Was diese Woche hier auf unserer geliebten Schule geschehen ist, hat es noch nie gegeben. Jemand auf diesem Schulhof hat es gewagt, gegen praktisch jede Bestimmung unserer Schulordnung zu verstoßen. Sogar gegen das Kannibalismusverbot. Folgende Vergehen wurden von ein und demselben Schüler begangen. Graffitis mit beleidigendem Inhalt gegenüber dem Lehrkörper, Verschmutzung der sanitären Anlagen, Entwenden von Lebensmitteln aus der Cafeteria und die totale Verwüstung des Speiseraums. Dieser jemand wird sich sofort in das Büro von Direktor Prickly begeben. Und dieser jemand wird für diese Untaten eine harte Strafe erhalten. Und dieser jemand ist Gretchen P. Grundler. Aber Gretchen ist doch die Beste hier an der Schule. Ja, sie begehen einen furchtbaren Fehler. Sag's ihnen, Gretchen. Nein, Freunde, sie hat recht. Führen Sie mich ab, Miss Finster. Gretchen, was sagst du denn da? Mach dir wegen mir keine Gedanken, TJ. Mit mir kriegst du nur Ärger. Du weißt, wo es jetzt hingeht, junge Fräulein. Gretchen und Vandalismus? Das kann nicht sein. Unten ist oben, schwarz ist weiß, die Jahrtausendwende nährt sich unaufhaltsam. Ich weiß, was ihr euch jetzt fragt. Wie konnte das geschehen? Wie könnte es geschehen, dass ich mich jetzt auf den langen Weg zum Büro des Schuldirektors begeben muss? Das ist eine lange Geschichte, so lang wie die Warteschlange einer Wasserrutsche im Freibad. Wir haben dich bereits erwartet, Grundler. Setz dich, Direktor Prickly wird gleich für dich da sein. Das ist ja ein Hammer, wenn das nicht die 9-mal kluge Gretchen Grundler ist. Was ist los, Gretchen? Hast du zu viele Einsen geschrieben? Das finde ich überhaupt nicht komisch. Jetzt komm schon, Gretchen, wo ist dein Sinn für Humor geblieben? Wenn man dem Alten gegenübertreten muss, ist das Einzige, was einem bleibt. Was hast du ausgefressen? Ist eine lange Geschichte. Hast du etwa im Moment gerade was Besonderes vor? Ich weiß auch nicht, was mich dazu brachte, diese Geschichte zu erzählen. Vielleicht warst du Bobs praktisch. Sicht der Dinge, vielleicht auch Miss Lemons Schreibmaschinengeklapper. Jedenfalls verspürte ich auf einmal das Bedürfnis, zu Bob die ganze Geschichte zu erzählen. Es fing alles vor einer Woche an, es war an meinem Geburtstag. Es war ein toller Tag, von meinem Onkel hatte ich das schönste Geburtstagsgeschenk bekommen. Einen Galileo-Computer im Mini-Format. Es handelte sich um einen Hochleistungs-Multifunktions-PC, nicht größer als eine Fernbedienung. Er hatte 16 Megabyte Arbeitsspeicher, Internetzugang und auf dem Display erscheint ein kleiner Frosch. Hallo Gretchen, du wirst dich wundern. Post für dich. Wow, das kleine Ding kann ja sprechen. Keine Sorge, Bits, Computer sind immer nur so klug wie die Menschen, die sie programmiert haben. Das ist ja nur so klug wie die Menschen, die sie programmiert haben. Und die Schlacht von... Ups, ich meine, der Konflikt von Bunker Hill, der sich nicht mit Worten beilegen ließ, fand in Wirklichkeit in Breed's Hill statt. Galileo konnte alles. Dank seines Sprachprogrammes war er sogar in der Lage, während des Unterrichts Aufzeichnungen anzufertigen. Entschuldigen Sie, Miss Grotzky, könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Und diesmal sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Oh, ja, naja, in Ordnung. Der Konflikt, der sich nicht mit Worten... Er war auch in der Lage, Frustrationstoleranz einzubeziehen. Er ließ mich auch mal gewinnen. Schachmatt! Sehr guter Zug, Gretchen. Jetzt hast du auch einmal gewonnen. Ich hätte die Maschine lieb gewonnen, so wie eine Schwester oder einen Onkel. Vielleicht war das bescheuert, aber ich hatte sie wirklich lieb. Und dann, eines Tages, änderte sich alles. Gretchen, du bist dran! Entschuldige, wärst du so nett, mal kurz darauf aufzupassen? Ja, zeig sie ihm, Gretchen. Schieß ihn über den Zaun. Ich würde sagen, du bist draußen. Wo ist Galileo? Das weiß ich nicht. Sollte ich denn auf ihn aufpassen? Aber doch. Und jetzt ist er... Er ist weg! Ich war auch in unserer Klasse. Ich habe in der Turnhalle nachgesehen. Nicht. Das ist ein Albtraum. Gehen wir das Ganze noch einmal durch. Du hast die Butler gefragt, du hast die Ashleys gefragt, du warst im Fundbüro. Du warst doch im Fundbüro oder etwa nicht, Gretchen? Ich glaube, das sollte Nein heißen. Die Kiste mit den Fundsachen. Ich muss wissen, was da drin ist. So geht das nicht. Du musst mir sagen, was du verloren hast und ich sage dir, ob es in der Kiste ist. So sind die Vorschriften. Oh, ein Galileo-Handy-PC-Modell G55 Seriennummer 76502. Oh ja, ein intelligentes kleines Maschinchen. 300 Megabyte Chip, sprachgesteuert, drahtloser E-Mail-Anschluss. Ja, genau, das ist es. Der da drin? Nein, ich war nur neugierig. Ich kann mich erinnern, sowas Ähnliches gesehen zu haben. Wo? Ich weiß nicht. Irgendwie will es mir nicht einfallen. Spuck's auf! In Ordnung, tu mir nichts! Gestern in der Pause war ich... Menlo sang wie ein Vögelchen. Von ihm erfuhr ich, wer Galileo hatte. Es war Greg Skeens, der Graffiti-Sprayer. Ein Junge, der Computer noch nicht einmal buchstabieren konnte. Menlo sagte auch, wo ich ihn finden würde.
Es war nicht meine Art, mich in den Slums der Unterwelt unserer Schule herumzutreiben, aber wenn ich meinen Galileo wiederhaben wollte, blieb mir nichts anderes übrig. Gute Arbeit, du bist ja ein richtiger Degas. Was hast du mich genannt? Hör zu, ich habe meinen Minicomputer verlegt. Er war matt schwarz, war etwa so groß und der Frosch darin hatte eine angenehme Stimme. Du meinst diese Fernsehfernbedienung, die ich beim Kickballfeld gefunden habe? Die habe ich gegen eine Packung Kaugummi eingetauscht, das Teil hat bei meinem Fernseher nicht funktioniert. Bei wem hast du das eingetauscht? Ich bin noch kein Verräter und jetzt verschwinde, ich habe noch zu tun. Ich muss was Gemeines über die Fenster heranschreiben, bevor es klingelt. Wie schreibt man eigentlich Ziegel? Deine Mitteilung hätten mehr Biss, wenn du ein paar andere Begriffe verwenden würdest. Aber ich kenne keine anderen Wörter. Ich schätze, ich bin an den Grenzen meiner Kreativität angelangt. Ich mach dir einen Vorschlag. Du sagst mir, wer meinen Computer hat und ich sag dir ein paar Wörter, die richtig gemeint sind. Ach ja, was für welche? Na, zum Beispiel verrucht. Na, das ist doch was. Gute Idee. Finster ist eine verruchte Dega. Danke, Superhirn. Sonst geht's, obwohl ich einen Namen, Mandy, und wo ich ihn finden würde. Es würde mich noch tiefer in die Abgründe unserer Schule führen. An einen Ort, von dem ich zwar bereits gehört, den ich aber noch nie gesehen hatte. Das ist widerlich. Ich sollte es nicht tun. Entschuldigen Sie, Mr. Mandy. Ich glaube, Sie haben da etwas, was mir gehört. So ein Mist. Ich sagte, Sie haben da etwas... Ich hab dich schon verstanden. Ich hab überhaupt nichts von niemandem. Aber Skeens hat doch gesagt... Nichts von niemandem. Die Mistdinger bleiben einfach nicht kleben. Ich weiß, dass du tausendmal klüger bist als ich, aber was würdest du sagen, wenn ich dir verrate, wie die Mistdinger da oben an der Decke kleben bleiben? Sag mir, wo ist der Haken an der Sache? Da ist keiner. Meine Information gegen deine. Na, schön abgemacht, aber du sagst zuerst. Einverstanden. Es ist alles eine Frage der Viskosität. Ich zeichne dir die Formel auf. Bist du was? Tu flüssige Seife auf das Papiertuch, mach es nass und die Mistdinger kleben wie Fledermäuse. Wahnsinn, manchmal seid ihr Streber ja doch zu etwas gut. Was ist mit deiner Seite der Abmachung? Ich habe dein Teil Kristin Kloss gegeben. Ich durfte dafür von ihrer Pizza abbeißen. Du meinst, Kirst, der viel fraß? Skeens und Mandy waren eine Sache, aber Kirst, die war die Krönung. Wo finde ich sie? Wo finde ich Kirst, den viel fraß? Kirst! Ich will meinen Galileo-Computer wieder haben. Ich weiß, dass Mandy ihn dir gegeben hat. Dieses Stück Schrott, das habe ich eingetauscht. Das kann man doch nicht essen. Also verzieh dich. Ich habe mir gerade ein Essen bis zum Abwinken-Menü bestellt. Das geht auf Kosten des Hauses. Aber... Hast du mich nicht verstanden? Mach eine Fliege! Vielleicht hätte ich mich einfach umdrehen und fortgehen sollen. Ich hätte mich an die Polizei wenden sollen. Es gibt eine Menge Dinge, die ich vielleicht hätte tun sollen, die ich aber nicht tat. Doch plötzlich brach es aus mir heraus. Kirst! Ich will meinen Galileo wieder haben, und zwar sofort! Ach, den willst du wieder haben? Ja, na, das ist aber Pech, denn den habe ich schon weitergegeben für eine Handvoll Pudding! Ich konnte einige Treffer bei Kirst landen, aber dann erwischte sie mich mit einer Schüssel Grütze. Als ich wieder zu mir kam, war sie weg. Ich schaffte es zwar noch, mich unbemerkt davonzuschleichen, aber als ich den ganzen Pudding aus meinen Haaren gewaschen hatte, musste ich sofort zu Miss Finster. Aber das verstehe ich nicht. Wie hat Miss Finster dich erwischt? Das war nicht weiter schwierig. Bei den Spuren, die Gretchen hinterlassen hat, hätte sie sogar einen Blinder gefunden. Verrucht, das war das Wort, mit dem sie den letzten Rechtschreibwettbewerb gewonnen hat. Die Viskosität von Flüssigseife war das Thema ihres Projektes beim letzten Chemiewettbewerb. Und schließlich, hier ist so ein Taschentuch, um Gottes Willen. Bei dir klebt ja immer noch Grütze auf der Brille. Du bist zwar clever, Grundler, aber das wahre Leben lernst du nicht in Büchern. Ich nehme an, du kannst mir sagen, was mir jetzt blüht. Aber ich verstehe das nicht. Du hältst für die anderen deinen Kopf hin. Wieso das? Ganz einfach. Ich habe nichts unternommen, um sie aufzuhalten. Es ist, als wenn ich selbst die Kreide, die Papierdinger oder den Pudding gehalten hätte. Grundler, ich finde dich wirklich toll. Hier. Galileo, du hattest ihn? Ja, ich habe Kirst dem Vielfraß ein belegtes Brot dafür gegeben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo hast du denn gesteckt? Ich habe eine Menge E-Mails für dich. Und wer war das, der versucht hat, bei mir ein Stück rauszubeißen? Also wirklich, Sue Bob, danke. Ja, Sir, ich verstehe. In Ordnung, Grundler, du kannst jetzt reingehen. Wünsch mir Glück. Grundler, von dir hätte ich nicht erwartet, dass du uns solche Streiche spielst. Aber die Tatsachen sprechen für sich. Ich werde dir gegenüber wohl oder übel Maßnahmen ergreifen müssen. Ich verstehe, Sir. Zuallererst wirst du alles wieder sauber machen. Als nächstes bereite dich darauf vor, dass du eine ganze Weile nicht mehr zur großen Pause raus darfst. Oh nein, nicht schon wieder. Diese verflixte Mistkiste bringt mich noch ins Grab. Haben Sie ein Problem? Mein Computer piepst dann dauernd und erzählt mir, ich hätte eine E-Mail und ich kriege es ums Verrecken nicht fertig, sie zu lesen. Drücken Sie doch erstmal auf die Escape-Taste.
Hey, da ist sie ja, meine E-Mail. Woher kannst du das? Das habe ich mir irgendwo mal abgeguckt. Weißt du, wie ich es schaffen kann, dass meine Dokumente der Länge nach gedruckt werden? Ach, Hochformat statt Querformat. Das ist im Grunde ganz einfach. Ich zeig's Ihnen. Das ist gar nicht mal schlecht. Und was muss ich machen, damit ich ins Internet komme? Und wie mache ich das mit meinem CD-ROM-Laufwerk? Das war das Ende der Geschichte. Direktor Prickly war so begeistert von dem, was ich ihm auf dem Computer zeigen konnte, dass er darüber völlig vergaß, mir die große Pause zu streichen. Jedenfalls hatte ich meinen Galileo wieder und meine Reise in die Unterwelt heil überstanden. Ich werde dort nie wieder einen Fuß hineinsetzen. Wie programmiert man einen Videorekorder? In Ordnung, hier kommt ein einfacher. Immer her mit dem Kleinen. Der kommt ja direkt auf mich zu. Haltet ihn auf. Warum holt sich denn keiner den Ball? Du bist draußen. Heißt es, ich habe getroffen? Yeah! Hey, kannst du mir mal sagen, was Mikey da so macht? So wie es aussieht, hat er wieder eine Inspiration. Baseball, oh Baseball, warum machst du nur so Spaß? Ist es das Wetter, das Spielfeld oder das grüne Gras? Okay, Leute, zieht euch warm an, denn ich schlage das Baby hier bis nach Sibirien. Kopf hoch, Mikey, pass auf, der geht in deine Richtung! Nein, nein, sage ich, das ist überhaupt nicht der Fall. Der Spaß liegt im Spielen, denn ich fange den... An den Ball, Mikey! Ich hab ihn. Du bist draußen. Vince, du hast ihn gefangen. Das kann man wohl sagen. Das war mal wieder eine meiner leichtesten Übungen. Du hast mir mein Leben gerettet. Ich hab doch nur den Ball gefangen. Das war nichts Besonderes. Er hat mein Leben gerettet, wirklich. Wenn ein umweltfreundliches elektrisches Auto pro Woche 1000 Liter fossilen Brennstoff einspart, dann würden 30 Elektroautos... Weiß das jemand raus damit? Na kommt schon, Kinder, das ist unsere Erde, von der wir hier reden. Ah ja, Mikey, weißt du die Antwort? Nein, Miss Grodke, aber wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne einmal etwas sagen. Na ja, die Stunde ist erst in 20 Minuten zu Ende, aber meinetwegen. Ich wollte nur sagen, dass Vince LaSalle mir das Leben gerettet hat. Das ist richtig, Vince ist ein mutiger, junger Mann. Wo waren wir stehen geblieben? Man setzt die Füße so und hält den Schläger ungefähr in der Höhe. Dann geht man ein kleines bisschen in die Knie, tippelt mit den Füßen und schlägt. Vince schafft es, etwas Perfektes noch weiter zu verbessern. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Hier spricht Mikey. Ich wollte euch nur informieren, dass Vince LaSalle mir heute das Leben gerettet hat. Er ist der coolste Typ der ganzen Schule. Ende der Durchsage. Oh. Habe ich euch schon erzählt, dass Vince mir das Leben gerettet hat? Ja! Wie kann einer nur so cool sein? Das ist doch toll. Ich meine, ist er so auf die Welt gekommen oder was? Die alte Diskussion über Vererbung oder Erziehung. Ist Vince coole Art in seinen Gen verankert oder hat er sie sich angeeignet? Willst du damit sagen, dass man lernen kann, so cool zu sein? Naja, theoretisch schon. Da kommt er, mein Held, Vince! Warte, ich muss dich mal was fragen. Oh, hallo Mikey, ich würde mich gern mit dir unterhalten, aber ich hab's ein bisschen eilig. Ich will nur wissen, bist du schon so cool zur Welt gekommen oder bist du ja später so geworden? Hör doch auf, Mikey, das ist mir direkt peinlich. Hör zu, ich bin ein ganz normaler Typ, genau wie du. Freunde, habt ihr schon gehört? Zack Dillas Frosch ist gestorben und jetzt wollen sie ihn aufschneiden. Worauf warten wir da noch? Wahnsinn, er ist außerdem noch so bescheiden. Ich wünschte mir, ich wäre genauso wie er. Chamäleon ist ein der Eidechse verwandtes Reptil, welches über die Fähigkeit verfügt, seine Körperfarbe seiner Umgebung anzupassen. In einem Moment kann es Flecken haben oder grün oder gelb sein mit kleinen roten Punkten. Und im nächsten Moment kann es plötzlich orange-rot oder orange-braun mit Streifen oder orange-braun ohne Streifen sein. Oder gelblich-rosa mit Punkten oder grün-gelb oder grün-grün oder überhaupt nicht grün oder wieder ganz grün oder gelb mit roten Punkten oder so etwas. Au! Oh! Ja, das Chamäleon ist eine ganz erstaunliche Echsenart. Es ist wirklich eine der merkwürdigsten Kreaturen der Natur. Schlagposition! Wahnsinn, es hat funktioniert! Lauf, du dicker Teddybär, lauf! Ja! Dieser Ball war richtig gut, wie gut das tut! Hä?
Ach, ich sag's euch, Freunde, er macht mir alles nach. Er ist ein totaler Nachahmer. Hör dich nicht so an, er probiert doch bloß ein paar von deinen Tricks aus. Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei. Ihr versteht das einfach nicht. Was das Schlimmste daran ist, der Typ stiehlt mir hier vor den anderen die Show. Glaub mir, Vince, du übertreibst wirklich. Ach ja? Dann seht euch das mal an. Hey Leute, was ist los? Habt ihr das Spiel gestern Abend gesehen und die Verlängerung? Die konnte man wohl vergessen. Ich sag's euch, die hätten niemals Elwood für Cincy einwechseln dürfen. Ach, meinst du? Ja! Das ist alles nur eine Frage der Handgelenke. Ja, Vince, du hast recht gehabt. Du musst was dagegen unternehmen. Aber was bloß? Du könntest einfach mal mit ihm reden. Ja, sprich mit ihm. Er ist dein Freund. Na ja, ich kann's ja mal versuchen. Mikey, kann ich mal mit dir reden? Na klar doch. Also, Vince, was ist los? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du musst aufhören, mir alles nachzumachen. Am Anfang war es ja ganz lustig, aber jetzt reicht's. Ich verstehe dich. Mach dir keine Gedanken, dass ich in deinem Strafraum bin und dass ich deine Art imitiere und dass ich dein Fach im Umkleideraum belege. Sowas finde ich gar nicht gut. Weißt du, was du brauchst? Du musst mal eine Weile für dich sein, mal eine Runde gegen den Vince-Meister spielen. Denn wenn ich in der Nähe bin, kannst du nicht entspannen und das treibt dich höllisch auf die Palme. Ja, genau das ist es. Vergiss nicht, das liegt an dir, mein Freund. Nur an dir. Na los, machen wir ein Spiel. Hey, was hier gerade geschieht, finde ich gar nicht gut. Ich auch nicht, Vince, aber er hat die Lage jedenfalls voll im Griff. Leider. Hey, Mikey, hast du Lust auf eine Runde Strippenball? Na, sowas von. Strippenball, das war immer mein Spiel. Immer Vince, Vince, Vince. Hör mal, geh runter von meiner Schaukel. Oh Mann, was für ein Tag. Naja, vielleicht sieht die Welt morgen schon wieder anders aus. Ich meine, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Ein neuer Tag. Hä? Da hat irgendjemand meine Schuhe vertauscht und die sind auch noch 3 Nummern zu groß. Und hey, da hat auch noch jemand mein T-Shirt angehabt. Das ist total ausgeleiert und... Oh nein. Wer hat meinen Baseballhandschuh benutzt und ihn mit Gedichten vollgeschrieben? Hey, Mom! Mom, da hat jemand... Los, Vince, schnapp dir einen Stuhl und mach's dir hier gemütlich. Was hat er denn? Das kann nicht sein, nein, das kann doch wirklich nicht sein, das kann doch nicht... Na, wie geht's denn? Das darf nicht wahr sein. Jetzt reicht's. Morgen früh werde ich dem Spuk ein Ende setzen. Und für einen wird es fürchterlich werden. Mikey, wir müssen unbedingt mit dir über diese Vince-Geschichte reden. Na, aber wollt ihr nicht erstmal meine neue Schusstechnik bewundern? Man muss einfach mit dem einen Bein hier und mit dem anderen... Ah. Hallo Leute! Was machst du denn da? Die Fresse, wollt ihr mal reinbeißen? Moment mal, kleine Auszeit. Was geht hier vor? Was ist los mit deinem Trikot und mit deinen Turnschuhen? Den Krempel habe ich eingestampft. Ich verzichte ab jetzt auf die Ertüchtigung des Körpers zugunsten meiner unsterblichen Seele. Hey, das kannst du nicht machen, dann wärst du ja so wie ich. Oh, großer Geist, muss es denn nur einen geben? Hör auf! Sind wir nicht alle Würstchen in diesem kosmischen Brötchen? Hör sofort damit auf! Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die dieses weiße Zeugs in die Brötchen reinkriegen? Ah! Was hat er denn? Mikey, versteckst du dich schon wieder auf dem Klo? Verschwinde! Jetzt reg dich nicht auf. Ich hab dich doch nur nachgemacht, um dir etwas zu zeigen. Das ist dir auch gelungen. Du bist cool und ich nicht. Jetzt hör doch auf, Mikey. Cool, was heißt das schon? Es zu schaffen, einen Ball bis ins Weltall zu schlagen. Das ist zufällig etwas, was ich gut kann. Denk mal an die Dinge, in denen du gut bist. Du schreibst bessere Gedichte als irgendjemand anders, den ich kenne, und sie reimen sich sogar. Was übrigens viel schwerer ist, als ich dachte. Wenn es gestern bei uns keine Hotdogs zum Abendbrot gegeben hätte, wäre mir das mit den kosmischen Brötchen nie eingefallen. Du hast Hilfe gebraucht, um den Reim von Würstchen auf Brötchen zu finden? Na gut, das sich nicht ganz. Hör zu, Mikey, du hast deinen Stil und ich hab meinen. Und cool ist man erst, wenn man seinen Stil kennt und sich nicht darum kümmert, was die anderen dazu sagen. Weißt du, ich muss schon zugeben, dass es mir irgendwie fehlt, die ganze Schönheit um mich herum zu bewundern. Genau so ist es. So bin ich und so bist du. Ich finde, da hast du recht, aber eine Zeit lang hat es richtig Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Es war auch mal witzig, so zu sein wie du. Aber jetzt komm, lass uns in die Klasse gehen, bevor wir noch ins Klassenbuch eingetragen werden. Du hast recht, das ist nicht so gut. Ehrlich gesagt ist mir das sehr lieb, denn deine Unterhose kneift ganz schön. So genau wollte ich das nicht wissen, Mikey.
Der windige Wind und die welligen Wellen des weiten Meeres sind wie das böse Bellen der Hunde am... Spinelli schafft sowieso nichts! Spinelli schafft... Noch ein Wort und wir spielen mit deinem Kopf als Ball weiter! Oh, pass auf, Mikey, er kommt in deine Richtung! Ich hab ihn, ich hab ihn! Mikey, du hast mein Leben gerettet. Oh.